Wann haben Sie gemerkt, dass Sie solche Gedanken haben? Was für Gedanken? Diese dunklen Gedanken. Hass, Rachsucht. Das hängt stark mit meinem Trauma zusammen. Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar es ist. Diese ständige Feuchtigkeit, die Dunkelheit, der Hunger und immer diese Angst, es könnte gleich wieder losgehen. In meinen Träumen habe ich sie gehört. Die Schritte, wie sie die Treppe herunterkommen. Das Klopfen, das Knarren der Tür. Es war schrecklich. Und dann haben Sie beschlossen, dem ein Ende zu setzen? Hatte ich denn eine Wahl? Ich konnte nicht anders. Ich musste es tun. Irgendwann habe ich hinter der Tür gelauert und als sie wiederkam, die Schritte, als die Tür aufging, habe ich es dann getan. Was haben Sie getan? Kann ich ganz offen mit Ihnen sprechen? Ja, bitte. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Doch ich bereue gar nichts. Haben Sie die Person, die Sie im Keller festhält, umgebracht? Was? Oh Gott, nein! Nein, so etwas könnte ich nie tun. Ich habe mich dem Schicksal gestellt. Ich habe begriffen, dass ich da anders nie wieder rauskomme. Sie ist wahnsinnig! Sie hat mich wochenlang eingesperrt, versucht, meinen Film zu brechen. Und schließlich gelang es ihr auch. Was haben Sie getan? Ich habe mein Schicksal akzeptiert. Was bedeutet das? Dass ich mit Kathi Winter freiwillig streame. Zuerst dachte ich, ich könnte kleine, unauffällige Botschaften an ihre Zuschauer senden, aber niemand hat mich verstanden. Oder niemand wollte mich verstehen. Dann habe ich es akzeptiert. Ich tue es gerne. Es lebt sich auch viel angenehmer, ohne Ketten und Schläge. Und einmal am Tag bekomme ich sogar ein Stück Zwieback. Herr Archivar, es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen. Was? Sie sind eindeutig gestört. Was? Eine Frau ist schwanger. Sie hat bereits 8 Kinder. 3 sind taub, 2 sind blind. Eines ist geistig behindert und sie ist akut an Syphilis erkrankt. Würden Sie unter diesen Umständen eine Abtreibung empfehlen? Ich denke schon. Ich meine, wie groß ist die Chance, dass es dem Kind gut gehen würde? Also, ich denke, ja. Nun, mit der Abtreibung hätten Sie Beethoven getötet. Hören Sie, Sie machen das doch freiwillig. Das ist nicht gesund, nicht normal. Sie haben eindeutig einen starken psychischen Schaden davongetragen. Aber, es ist doch die große Kathi Winter Creepypastas. Und, oh fuck, ist es schon 19:05? Fuck, der Stream geht gleich los. Wir machen heute auf Twitch um 20 Uhr den großen Psychopathentest. Oh, darauf freue ich mich schon. Was? Was? Sie sagten 20 Uhr? Ja, 20 Uhr auf Twitch. Und ich muss mich beeilen. Ich muss ja noch mein Haustier mitbringen. Aber bedenken Sie, ab nächster Woche landen all die Streams auf einem neuen Kanal. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber wir sehen uns ja sowieso gleich um 20 Uhr auf Twitch. Bis gleich.